Okay. Was nach oben? Das Ei reintun. Müsste ja eigentlich klappen. Okay. Und dann? Genau. Hey, mein Schnabeltierkatapult ist geladen und entsichert. Na dann. Yay! Wow, eine makellose Sausebahn. Und jetzt? Die kann man bestimmt noch ein zweites Mal benutzen. Okay. Frage ist, wie kriegen wir den jetzt? So weit, so gut. Jetzt muss ich es nur noch einfangen und zurück zu seinem Nest bringen. Mein botanisches Ex-Pflanze. Die Fibel. Kescher. Seltsame Illustration. Entweder wusste der Künstler nicht, was ein Kescher ist, oder wie man ordentlich zeichnet. Seltsame Illustration. Entweder wusste. Verspaten. Das ist halt auch noch ein Ei. Können wir uns das nochmal? Aha. Wir hätten Männchen Falle. Tja, also. Okay. Hey, stehen geblieben. Okay. Hab ich dich. Du dachtest wohl, du könntest mich austricksen, was? Aber der Klügere gibt niemals nach. Okay. Gartenarbeit. Erfolg. Laut Fibel brüten Erdschnabeltiere in gefrorener Erde. So weit, so gut. Okay. Jetzt weiß ich, was ich machen muss. Aber wie machen wir das mit dem Kescher? Kann ich das runternehmen? Die kann man bestimmt noch ein zweites Mal benutzen. Aha. Auch dazu würde mir sicher ein super Wortspiel einfallen. Aber ich lehne es ab, in Spaten zu denken. Okay, das funktioniert nicht. Das Versuch, meine Sachen sind tat. Aber warum? Es ist ja nicht so, dass. Nehmen wir das mal mit. Wüsste gerade nämlich nicht, wie. Er hat eine Harke, er hat Laub, er sollte wunschlos glücklich sein. Glaube ich nicht. Ach, warum mache ich nicht hier? Genauso falsch hingelaufen. Da ist das andere Ei unten. So. Okay. Und mal, ich hol mal zu. Doch. Aber erstmal. Was haben wir eigentlich hier? Da. Erdschnabeltier aus Brüten. Marktplatz. Mal nochmal so. So. Was müssen wir noch anziehen? Zack. Was ist dann eigentlich hier? Einmal das. Oder so rum. Na, wer ist denn das? Abu, bu, du, bu, bu, bu.
Na holla, so jung und schon so angriffslustig. Komm, Schnabli, Schnabli. Na holla, so jung und schon so angriffslustig. Hm. Komm, Schnabli. Na holla, so jung und schon. Okay. Komm, Was mir dann? Na, so jung und schon. Können wir den da mit? Komm, Schnabli, Schnabli. Na holla, so jung und. Okay, auch nicht. Es ist zwar kein Wasserschnabeltier, aber es schwimmt wie eins. Komm, Schnabli. Na holla, so jung und. Es ist zwar kein Wasserschnabel. Komm, Schnabli. Warte mal. Na holla, so jung und schon. Okay. Danke. Nein, der Eisblock sitzt zu fest. Ich brauche wohl Werkzeug. Warten vielleicht? Damit sollte ich es aus dem Eis befreien können. Okay. Kalt. Den haben wir schon mal. So. Was sagt denn die Bibel nochmal? Das Ei haben wir, müssen noch Wasserschnabeltierbrot. Wir haben ja. Es ist schon geschlüpft. Jetzt muss ich nur noch das richtige Nest finden. Hier steht das Feuerscheißier. Sowas gibt's. Seltsame Illustration. Entweder wusste der Künstler nicht. Es ist schon geschlüpft. Jetzt muss ich nur noch das richtige Nest finden. Naja, die Nester weiß ich. Okay, dann muss ich das noch anzünden. Was gerade echt noch nicht wie. Das Erd war hier oben. Auf geht's, mein schnabeliger Freund. Es gibt ein Nest zu bewachen. So. Schon irgendwie drollig. Das ist ganz schön sauer. Erdschnabeltier ist wohl vorerst von der Speisekarte gestrichen. Tja, ich bin nun mal ein unverbesserlicher Tierfreund. Ja, hier geht eh grad nicht. Aber noch. Dieser Screen ist ebenfalls eine Location, die eigentlich in keinem ernst gemeinten Spielkonzept fehlen sollte, und zwar die dunkle Gasse, die Hintertür in der dunklen Gasse. Es ist einfach grundsätzlich falsch, Spiele zu konzeptionieren und zu schreiben, in der keine dunkle Gasse mit einer Hintertür auftaucht. Und ebenfalls, ich habe es in einem anderen Entwicklerkommentar schon mal besungen, ja, gar besungen. Es gehörte zum guten Ton des Spieldesigners, Items in einer Mülltonne in einer dunklen Gasse zu verstecken. Ich habe hier zwar eine Mülltonne in diesen, also es ist mehr so eine Art Müllcontainer oder Container, weil halt irgendwie Müll ist ja hier, im Prinzip ist ja auf Depot ja alles Müll, zwar hier hingestellt, aber hier werden mal ausnahmsweise keine Items drin versteckt. Dafür könnt ihr euch da drin verstecken, nach Lust und Laune. Versteckt euch noch mal da drin. Es gibt lustige Animationen dazu. Was es euch bringt, erfahrt ihr allerdings später, und zwar bei dem schwierigsten und furthermost out-of-the-box-Rätsel, das ich jemals in ein Spiel geschrieben habe, das so brutal, gemein und hinterhältig out-of-the-box ist, dass es eigentlich fast schon nach dramaturgischer Willkür klingt, dass Rufus im Zuge dieses Rätselkomplexes in die Box hineinspringen muss. Denk mal drüber nach. Aha. Bahnhof. Kommt eh kein. Und mehr passiert dann. Ja. Okay, das war krass.
Docks Werkstatt. Hafen. Kerze. Ding, ding. Lass bitte die Kerze in Ruhe. Sie ist das Einzige, was hier drin für Licht sorgt, wenn der Generator mal wieder ausfällt. Ja, ist ja gut. Machen wir das so. Man sollte immer ein wenig offenes Feuer im Mantel haben. Ja. Das so ist klar. Nein, ich möchte halt auch gerne, ich glaube... Falsch gedrückt. So. Dann machen wir das mal an. Ja, lodre, lodre, Ofen brodle. Ofen brodle. Okay. Müssen wir eigentlich rauskriegen jetzt, ne? Laut Fiebel ist das hier ein Feuerschnabeltier-Ei. Cool. Genau so eins fehlt noch in meiner Sammlung. Au! Verdammt! Das Ei ist ganz ohne mein Zutun in dieses Rohrsystem gehüpft. Ich muss es da irgendwie wieder rausbekommen. Okay. Ich weiß ja gar nicht, ob ich es schon gesagt habe. Ich mag ja Minigames. Was durchaus peinlich ist und auch zu schweren Körperverletzungen führen kann. Nämlich dann, wenn man auf dem Schulhof zum Beispiel verprügelt wird, weil ein Familienmitglied einer ähnlichen Obsession verfallen ist. Und dafür handelt der folgende Song. Ja, ich mache einen Song, genau. Er geht etwa so. Deine Mutter spielt nach Walkthrough und besorgt sich fremde Saves. Deine Mutter spoilert in den Kommentaren von Kongs Let's Plays. Deine Mutter fangirlt Rehawk, Sarazar und Sergeant Rumpel. Deine Mutter covert Hussa und schickt es an deine Kumpel. Doch all das ist allenfalls die Eisbergspitze des Problems. Viel schlimmer ist doch... Deine Mutter mag Minigames. Deine Mutter mag Minigames. Deine Mutter hängt bei Edna bereits in der Zelle fest. Deine Mutter kauft auf eBay Karten für einen Beta-Test. Deine Mutter skippt die Cutscene, deine Mutter klickt den Text weg. Deine Mutter postet Pics von sich mit Omi-Liebe-Hashtag. Deine Mutter cosplayt Bosos Kutter und postet die Fotos. Deine Mutter sucht in Black Arts nach dem Leopard-Modus. Doch all das wäre noch okay. Der wahre Grund, dass du dich schämst, ist natürlich... Deine Mutter mag Minigames. Ja, deine Mutter mag Minigames. Deine Mutter mag Minigames. Deine Mutter mag Minigames. Ist richtig. Okay, das geht dann wieder da hoch. Geht dann da, dann geht das da wieder hoch. Hmm.
geht dann da auch. Okay. Geschafft. War ja gar nicht so schwer. Eierlauf. Ein heißes Schnabeltier. Rein damit. Auf geht's, mein schnabeliger Freund. Es gibt ein Nest zu bewachen. Schon irgendwie drollig. So. Kann man nämlich reinwerfen. Frag mich, wie das geht. So. Das. Warte mal. Der Stadtteil mit dem schönen Namen Klein Venedig. Ich glaube tatsächlich, dass ich diese Stadtteile vom schwimmenden Schwarzmarkt benannt habe, war schon in meinem ersten Konzept so. Und dann habe ich einfach darauf gehofft, dass ich dazu komme, später im Spiel nochmal irgendwann diese Stadtteilnamen überhaupt ja, aufzunehmen, beziehungsweise irgendwo auch fallen zu lassen. Aber für mich war dieser Stadtteil immer Klein-Venedig. Und natürlich versteckt sich auch die Mafia in Klein-Venedig. Es gibt italienische Gondolieros und Hausboote. Und die Architektur wirkt auch leicht venezianisch. Ein Traum in Müll. Deponia. So, wir haben's. Was fehlt noch? Die kann man bestimmt noch ein zweites Mal. Bald kann ich einen Zoo aufmachen. Oh Junge, ich hätte schon fast alle meine Sachen sind da. Aber warum soll es ja nicht so? Ich muss meine Sachen nicht. Ich will eine oder wofür auch immer man. Ich glaube aber nicht, dass das so geht. Oder doch? Laut Fibel brüten Wasserschnabeltiere ihre Jungen im Maul von lebendigen Zebrafischen aus. Und Zebrafische sind Süßwasserfische. Laut Fibel und Finger weg von den Menno. Zebrafische. Ich will nicht, dass es noch mehr kleben. Okay. Laut Fibel brüten Wasserschnabeltiere ihre Jungen im Maul von lebendigen Zebrafischen aus. Ich würde zwar wetten, dass ich das auch irgendwie einfacher hinbekomme, aber ich lasse es lieber nicht drauf ankommen. Da steht, es gibt nur eines dieser Art pro Generation. Okay. Zebrafische. Hey, Dad! Och, was ist denn? Siehst du nicht? Okay, nicht weglaufen! Wer geht erzählt nicht? Frage ist halt, bekomme ich. Moment mal. Aus sowas kann man keine funktionierende Vogelfalle bauen. Habe ich alles schon hinter mir. Okay. Ups.
Ups, fast schon genannt. Der Phlagomat reagiert nur auf menschliche Asche. Track. Okay. Moment mal, wurde da eigentlich noch angezeigt? Das Öse. Okay. Können wir aber eh nichts mehr dran machen. Hier auch nicht. Hat er noch irgendwas für uns eigentlich? Nö, natürlich nicht. Hey, Finger weg von dem Baum! Okay. Okay. Ne, Vogelhaus. Warte mal. Für den Laien sieht das hier aus wie die perfekte Schnabeltierbrutstätte. Der Profi weiß aber, dass der Laie ein Idiot ist und lieber nach Hause gehen und Briefmarken stapeln sollte. Zebrafisch. Mir fällt da halt auch gerade was ein. Wir haben ja noch den Farbeimer. Dann schon eher schwarz. Willst du auf und vielleicht ein... Okay. Seid das Einzige, was die gerade noch ist. Dann schon eher schwarz und vielleicht ein... keine Ahnung. Okay. Aber gut. Ich würde sagen, ich werde das mal speichern. Nach über 5 Stunden Aufnahme. Wird jetzt mal Zeit, dass ich erstmal eine Aufnahmepause mache. Und sag dann, sehen wir uns das nächste Mal wieder, wenn ich dann weiterkomme. Und sag, bis zum nächsten Mal bei Deponia oder Chaos auf Deponia, den zweiten Teil. Ciao, ciao!